Okay, das Grundmaterial ist Sisalschnur. Das ist das Grundgerüst, das stellen wir jetzt her. Zum Beispiel einen kleinen Busch, dann messen wir hier ungefähr 4 cm ab, schneiden das, trennen das auseinander, dann haben wir zwei Stück Draht, schneidet hier einfach ein Stück ab, so. Und dann wichtig ist, dass ihr das in der Mitte fixiert und dann einfach spannt, zusammendreht, so. Dann dreht ihr das richtig zusammen, weil das braucht ihr nachher, um das zu versenken im Styrodur. Und dann könnt ihr das hier einfach so zupfen, wie ihr wollt. Dann sieht das so aus. Und dann ist wichtig, besprayen wir das mit einem matten Acrylspray und dann sieht das dann so aus, wenn ihr das mit dem Acrylspray gemacht habt. Und jetzt ist eben gut, weil hier durch den Acrylspray wird das ein bisschen dicker oder fester. Könnt ihr einfach mit der Schere hier so ein bisschen, wie ihr wollt, den Busch zurechtschneiden. Ihr könnt auch noch hier zupfen und so weiter. Das ist das Grundgerüst. Hier Haarspray. Dann nehme ich eine Mischung von 2,5 mm dunklen Gräsern und so 3 mm, 2 mm Wildgras. Mache ich eine Mischung, kommt in den Elektrostaten hinein. Jetzt sprayen wir das mit dem Haarspray ein. Dann direkt den Gegenpol ran. Bisschen abklopfen. Dann sieht das so aus. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen höher. Sprühen wir das noch ein bisschen ein, aber nur die Enden fein, ganz fein. Gehen nochmal ran. Das gleiche nochmal. Ein bisschen von der Seite, dass ich hier ein bisschen höhere Fasern bekomme. Okay. Dann sieht das so aus. Und jetzt will ich hier einstreuen. Und zwar habe ich hier eine Mischung gemacht. Das sind Pigmente, also Turf, die ich eingefärbt habe in Rot. Und jetzt will ich hier mal das ganz fein einstreuen. Dann fixiere ich das nochmal mit dem Haarspray. Und dann sieht das so aus wie eine kleine Vigelie. Faser mit 2 mm. Dann habe ich hier eine Blauzeder oder Wacholder könnte das sein. Und hier dann die Weigelie, die ich gemacht habe, immer mit demselben Prinzip. Und hier habe ich noch eins gemacht, ein bisschen, dass ich einfach noch Laub eingestreut habe. Also, hier haben wir die Büsche jetzt gemacht
mit dem Elektro starten. So, die ersten Schritte sind, wir nehmen irgendwie so einen alten Moos, ein altes Moosstückchen, den streichen wir mit ganz normalem Weißleim oder Grasleim oder ja, und patschen das richtig voll, dass das richtig durchtränkt ist. So. Und dann nehmen wir ganz normale Sisalschnur, schneide ich einfach Stücke ab, so, ja, 5, 6 mm, einfach schneide ich einfach, bis ich hier solches Material habe, solche Sisalfasern. Diese Sisalfasern sehen dann so aus, 5 bis 7 mm ungefähr. Dann gebe ich diese in das Begrasungsgerät, setze hier direkt den Gegenpol an und dann begrase ich das . Das reicht. Dann sieht das so aus. Einfach. So, ein paar Fasern. Dann machen wir das gleiche Verfahren. Ich sprühe das auch wieder ein mit brauner Acrylfarbe. Und dann sieht das so aus. Ich möchte ja nicht feine, sondern mache ich eine Mischung aus 5, 6 mm Gräsern und die müssen zuerst richtig gut halten. Also ich nehme hier, für das nehme ich jetzt für die erste Schicht einen Sprühkleber. Ich halte mir das ein bisschen weg hier. Dann kommt wieder der Greenkeeper zum Einsatz, die Klemme direkt an den Busch. Dann geht's los. Abklopfen. Sieht das so aus. 5 mm gemacht. Jetzt bin ich noch mal mit dem Greenkeeper, habe noch mal mit 2 mm darüber gemacht. Ich will euch nicht langweilen, wie die Technik geht. Ich werde euch das oben in der Infocard noch mal beschreiben, wie das mit der Sisalfaser geht und wie man das macht. So, nun, ich will ja jetzt eigentlich einen Busch haben, da kann ich ja verschiedene Materialien nehmen, wie Blätter, ja, Flocken oder nur Gräser. Und zum das fein machen nehme ich wieder meinen Haarspray, weil sonst klebt es zu stark. Habe hier eine Blättermischung gemacht. Das sind ganz verschiedene Blätter von Noch, Heki. Und streue die nun ganz fein in das Ganze hinein. Dann klopft man den ab. Und schon hat man hier eine feine Struktur von Blättern. Ich möchte euch nun ein paar verschiedene Büsche zeigen, die ich gemacht habe. Also, Grundlage ist immer gleich. Sisalfasern, dann 5 mm, 6 mm Grasern und dann, wenn man will, noch 2 mm Fasern. Und dann einfach zeige ich euch die verschiedenen Varianten. Das ist jetzt ein Busch,
habe ich nur 5 mm Fasern genommen und so gelb-grüner Turf eingestreut. Bei diesem Busch habe ich für auch die 5 mm genommen und dann Blätter eingestreut, bräunlich-grünliche Blätter. Dann habe ich hier angemacht, auch 5 mm, 2 mm und verschiedene Grüntöne von Blättern eingestreut. Und hier habe ich mal was gemacht. Das ist nur aus Fasern. Rot-braun, also zuerst 5 mm Fasern, dann 2 mm Fasern genommen. Eignet sich sehr gut für den Waldboden zwischen den Tannen. Die Blätterstruktur sieht man gut. Hier noch eine ganz Nahaufnahme rangezoomt von dem Busch mit den zwei verschiedenen Blattgrün, den ich eingestreut habe. Man sieht hier die feinen Verästelungen und die feinen Blätter.